Danke, liebes Lobpreisteam, dass ihr uns damit hineingenommen habt. Danke, Nico, für die hoffnungsvolle Predigt. Ja, und ich hoffe und glaube ganz herzlich daran, dass wir alle etwas davon mitnehmen können in dieser dunklen Jahreszeit, in unsere Woche mit hinein. Der nächste Gottesdienst oder die nächsten Gottesdienste werden jetzt am kommenden Samstag, das ist Heiligabend, stattfinden. Da werden wir zwei Gottesdienste haben, einmal um 15 Uhr und einmal um 16.30 Uhr. Bringt eure Familie mit, ladet gerne ein und ja, kommt gerne zum Gottesdienst. An diesem Abend wollen wir die Kollekte zusammenlegen für den AVC, damit sie ihre Arbeit in der Ukraine unterstützen können, genau. So, dann am Sonntag, das ist der erste Weihnachtstag, 25.12., wird es keinen Gottesdienst geben. Den nächsten Gottesdienst haben wir dann am Samstag, den 31.12., das ist Silvester. Da haben wir einen Jahresabschlussgottesdienst um 18 Uhr. Und am Sonntag drauf, das ist dann der erste Neujahr, werden wir dann um 16 Uhr mit einem Abendmahlsgottesdienst ins neue Jahr starten. Dann möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass wir draußen im Foyer einen Infopoint haben, einen Tresen, wo Mitarbeiter vor Ort sind. Wenn Fragen sind, könnt ihr die dort gerne stellen. Für Gäste gibt es dort eine kleine Willkommenstüte, die ihr gerne mitnehmen könnt. Ja, und auch heute dürft ihr gerne, wenn ihr das auf dem Herzen habt, eine Kollekte geben. Auch die können wir dann dort am Ausgang bei den Ordnern abgeben. Und auch Gebet ist nach dem Gottesdienst möglich. Am Gebetspunkt stehen auch nach wie vor Mitarbeiter. Nehmt das gerne in Anspruch. Okay, jetzt sind wir am Ende unseres Gottesdienstes angelangt und ihr dürft gerne noch einmal aufstehen. Jesus, danke, dass wir dich feiern dürfen. Danke, dass du unsere Hoffnung bist. Danke, dass du unser Licht bist. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns in diese Woche begleitest, dass du unser Segen bist, unser Frieden bist. Und so segne ich euch mit dem Frieden unseres allmächtigen Gottes, dass er euch bewahre, eure Herzen und Gedanken behüte. In Jesu Namen. Amen. Einen schönen Sonntag, eine gute Woche für euch alle.